Okay, dann gehen wir weiter, ne? Nee, und nee, wir wollen ja auf den Knopf drücken noch, ne? Ja, du musst auf den Knopf drücken, sonst ist hier ja nichts. Doch, die Videokassette war hier drin. Du musst auf den Knopf drücken. Okay, ich drücke auf den Sonst Knopf. gehst du ja wieder runter. Keine Reaktion. Ich kann mir vorstellen, dass wir da in den einen Raum die Fusionszelle war, die gefehlt hat. Das brauchen, um diesen Knopf zu betätigen. Also kann möglich sein. Also was wir jetzt machen müssen, ist uns das Video angucken. Ich glaube, wir sind einfach scheiße und haben einfach den falschen Weg genommen. Dass wir den noch gar nicht hätten gehen dürfen. Werden wir jetzt rausfinden. So, wir gehen jetzt Hier wieder ist hier. ja nichts. Doch, wir haben noch eine Videokassette aufgehoben. Die schieben wir jetzt mal rein. Eine Videokassette. Die Aufschrift lautet Verfallenes Haus. Dalvey, da wo unsere Frau Mia angeblich sein soll, 1. Juni. Hast du diesen Typen her? Mach mal Halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass da auf, sind wir gerade rein. In Ordnung ist. Nicht da die ist die Schaukel. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Ich kann mir vorstellen, wer das ist. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Weißt du, wer wir sind? Erinnere dich an dem Auto. Das Auto, Kamerastativ. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Suregators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Du ist ein bisschen wertlos. Verzückt. Okay. Schnabel, Schatz. Was für Schnabel? Nee, ich will das sehen. Ah, das ist die Vermutung, die ich habe. Dass die vom Auto Laufen sind. Wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Oha. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, was da von der Einstellung? Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, die Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl... Das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Andre? Andre? Andre! Scheiße, der Typ. Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Nein. Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy... Du bleibst bei mir. Ja, okay. Ein bisschen gruselig, ne? Das ist total gruselig. Was war das denn? Hast du es gehört? Ja. Ich bin nur der Kameramann. Andre! Wo zum Teufel ist der? Ich habe echt ein bisschen Angst.
Andre, wo bist du, Mann? Auch hier fehlt die Fusionszelle da. Ich höre hier Schritte, das gefällt mir gar nicht. Der läuft doch. Was zur Hölle? Schatz, wir gucken uns immer noch ein Video an. Soll das ein verdammter Witz sein? Ernsthaft, da haben wir ja gar nicht drauf gekommen. Hinten und dreh und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Dann gehen wir gleich da nochmal hin, ne? Würde ich sagen, oder? Schicke Hose. Schatz. Schatz, ich versuche nur meine Angst zu überdecken. Ja, das ist es ja, das nervt. Dann lass dich doch einfach drauf ein. Du bist voll der Schisser, Mensch. Ich brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ja, ganz normal. Ja, ich bin ja schon unten. Ich bin unten. Was siehst du? Was ist? Da ist er doch. Oh. Ja, lecker. Da ist jemand. Lass dir den André schmecken. Ende. Mann. Das war heftig. Ui, 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 ui. Also, hat sich André schmecken lassen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder neue Sachen, die wir auch öffnen müssen. Ich habe ja immer noch die Kamine im Hintergrund, dass wir das... Oder sollen wir uns nochmal komplett... Das Bild sollten wir uns nochmal... Das sind wohl die Eigentümer. Also hier hat sich nichts mehr verändert. Das war das Bild? Genau, also jetzt geh bitte dahin, wo das... Der Hinweis mit dem Kamin. Ja. Aber sowas ist genial versteckt. Hätte ich auch gerne. Aha, um von mir zu fliehen, ja? bist doch ein Drecksack. Ein Sack kann ich schon mal gar nicht sagen. Okay, eine Drecksfrau, Mann. Du bist ziemlich frech heute. Ja. Okay, wir gucken erstmal, ob hier noch irgendwas ist. Da ist nichts. Das ist nicht wie bei The Evil. Jetzt ist nicht The Evil. So, runter, wa? Ja, willst du vielleicht drauf? Ich möchte am liebsten da oben bleiben und für den Rest des LPs da stecken bleiben. Nein! Ja. Ja, ganz toll. Au. War es einfach wieder zu fett. Verdammt. Danke. Aber ganz ehrlich, finden wir jetzt hier an André? Natürlich, Schatz. Die Skelette von André. Ja, da, die Blutspur liegt hier noch. Da ist es ja passiert. Mhm. Der hing ja da dran. Ja, genau. Bah. Okay, gehen wir weiter? Okay, immerhin ist dieser Keller beleuchtet. Jetzt müssen wir durchs Wasser. Gibbelwasser. Abwasser. Bong. Duck dich. Wie bei der Titanic hier. Wir sind gerade irgendwie unterm Haus, kann das? Ja, also ist wohl der Keller, würde ich sagen. Aber nee, Schatz, unterm Haus. Keller. Hast du das Blubbern gehört? Ja, Schatz, da kommt jetzt ein Hai. Alter, ich hab Schiss wie Sau. Du kommst mir hier an, hier ist ein Hai. Ey, ich hab voll Panik. Mann, da ist nichts, weißt du? Hier ist ein Mörder. Ja, wir laufen durch Wasser und du schreist hier wie ein Mädchen. Ja, siehste? Siehste? Ja, das ist voll der Mörder, Schatz. Das ist André. Meinst du? Ja. Hallo, könnte André. Könnte hinkommen, aber... Habe ich jemanden am Date fragen? Hallo?
Ja, könntest du André jetzt mal bitte lassen? Ja, ich bin ja schon weg. Da hängen ganz, ganz viele Fotos. Können wir irgendwas davon anklicken? Nein. Das sind echte Bilder. Krass, ne? Also da hat mal oben an der anderen Wand waren auch noch ganz viele. Ein paar? Können keine anfassen, ne? Nee. Aber die Bilder, guck mal, die sind total echt. Ja, das sind echte Bilder. Habe ich gerade schon rausgefunden. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ma. Ach Leute, darf die mich so ärgern? Schreibt's mal in die Kommis. Ich ärgere dich nicht. Schreibt's mal in die Kommis. Darf die mich so ärgern hier? Das ist so gruselig, dass selbst Fraps sagt, ne? Erinnert dich das an was? Die Tür vom Bild. Ja. War bestimmt so eine Art Folterhaus. Weil die hat gesagt, hier wurde als Kindermädchen würde die arbeiten. Babysitterjob, ne? Babysitterjob. Und die wurde bestimmt hier gefangen gehalten oder sowas. Bitte such nicht nach mir, das habe ich auch noch im Gedächtnis. Genau. Such mich nicht, war ihr Satz. Da hing doch auch jemand dran. Ich glaube, so weit waren wir noch gar nicht. Aber Fraps sagt, ich will nicht mehr. Oh, warum liegt das? Ich weiß auch nicht. Warum sind Mia? Wir denn hier so allein? Mia? Da liegt jemand drin. Oh. Warum stehst du da nicht auf? Hallo! Mia, wenn du es... Hallo! Dreh dich mal um. Guck mal da, ob da irgendwo sowas liegt. Schlüsselchen oder sowas. Da. Kneifzange. Aber erstmal ist hier wieder... Ben? André. Da, André, tot. Peter, tot. Clancy? Ben? Steht da wirklich tot? Dead heißt tot. Turned heißt geflohen. Turned, Ether, Tamara und Travis sind noch am Leben? Ich sag doch, das war so eine Art... Ja, aber der hat eine richtige Liste. Ich sag doch, das war, ist eine Art Folterhaus. Da ist noch mehr. Mia. Da steht Mia. Nichts bei Mia. Mia. Da steht gar nichts. Das heißt, die ist wohl noch da. Weil Turned heißt für mich geflohen. Und Dead heißt tot. So, was haben wir noch? Heidi? Clyde tot, Lindsay tot, Steven tot. Nathan? Wie heißt der? Ethan. Ja, hier steht's. Tom, tot. Also mein bester Freund ist tot. Also jetzt in Real Life. Reed, turned. Susan, turned. Joseph, David, tot. Der hat ja eine richtige Liste. Der muss ja nicht vom Mörder sein. Was war das denn? Kneifzange. Bolzenschneider. Den nehmen wir schon mal mit. Das sind bestimmt die ganzen Toten und Geflohenen, die da hängen. Hm. Willst du weiter oder sollen wir aufschneiden gehen? Ja, aufschneiden gehen natürlich. Okay, so, jetzt gucken wir mal, ob es wie er ist. Natürlich wird es nicht sein. Das wäre auch zu früh, ne? Irgendjemand anders. Offen. Ich habe irgendwie Angst. Wie, wetten die ist tot? Oder der? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Es ist Mia. Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir Daddy? Müssen gehen. Jetzt! Okay, Mia ist da. Ich folge ihr einfach mal, ne? Boah, das sieht ja richtig echt aus. Das ist richtig nice. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Ja. André und die anderen waren auch vor 3 Jahren da. Mhm.
Ich habe das Gefühl, wir werden hier gleich sterben. Soll ich auch hin? Was? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Okay. Ich glaube, es ist hier lang. Die wirkt ein bisschen verwirrt, oder? Was ist das denn hier? Aber warum hat er die am Leben lassen? Nicht einfach hinterhergehen, einfach gucken, ob wir hier noch was finden, Schatz. Ja, aber ich will auch unsere Frau nicht alleine lassen. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Okay. Wir müssen hier entlang. Okay. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Die Familie? Die Eigentümer. Vielleicht ist der Vater durchgedreht und die anderen leben auch noch. Oh, vielleicht ist das auch das Haus, wo die Babys sitzen sollte. Kann ich mir nur vorstellen. Dort. Dort ist es. Ja, mach auf. Hier ist es. Oh, hier sieht's aber relativ gemütlich aus. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Ich habe die Tür mal zugemacht. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Da läuft doch einer. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Okay. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Ausgerechnet wir. Okay, umschauen.